spiele seit vielen Jahren in Salzwedel, der Stadt des Baumkuchens. Und da gibt es einen Club und die haben nicht sehr viel Geld und es ist immer oft schwierig, eine Veranstaltung mit ihnen hinzukriegen, ist nicht sehr groß. Und sie rief mich an und sagt, du, hier gibt es einen Fördertopf. Fördertopf. Ich finde das Wort, klingt wie Nachttopf. Ein Fördertopf. Und in diesem Fördertopf gibt es Geld gegen Neonazis. Wir müssten vielleicht nur vormittags um 10 Uhr eine Veranstaltung zusätzlich machen für Berufsschüler. Die kriegen dann frei und die kommen da rein. Und du singst ihnen was und dann sind sie keine Nazis mehr. So ist es einfach. Okay, dachte ich. Mach ich. Abends ist dann ein normales Konzert, also vor normalen Menschen. Und früh vor den Problemfällen. Es ist gut, dass man das immer selektiert in Deutschland. Und ich habe schweren Herzens zugesagt. Ich mochte sie sehr, die Leute da. Ich habe am Abend vorher in Magdeburg gespielt. Magdeburg ist eine harte Stadt, das wisst ihr. Das ist die Stadt, die einzige Stadt der Welt, in der es einen Satz gibt, der mit der, die das anfängt. Der, die das Kind gemacht hat, will nicht zahlen. Also, ich habe Magdeburg gespielt früh, abends. Und wir hatten noch mit den Magdeburgern die Jana ein, die wollen Durst nehmen. Boah, Weimar. Mit denen habe ich auch noch einen getischt. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten so. Und dann dachte ich, naja, du kannst jetzt nicht mit so großen Restalkohol von Jugendlichen hintreten früh. Du musst um 7 Uhr aufstehen, ja. Wir müssten um 7 Uhr, Tommy und ich, um 7 Uhr ins Auto und hinfahren und noch Soundcheck machen. Und war doch eine ganze Strecke. Und ich dachte, da muss ich jetzt hart durch. Ich habe mir 14 Fischermanns Fremd unter die Zunge gelegt. Ohne Tränen habe ich sie weggelutscht. Und ich roch im Grunde wie eine Zahnpastatube. Es war kein Alkohol mehr zu riechen. Und ich ging auf die Bühne und die Jugendlichen kamen hinein. Vorschriftsmäßig gekleidet, mit hängenden Hosen. Und schlagartig erhöhte sich der Alkoholgehalt der Luft auf 2,8 Promille. Und es war eine Art Spiegeltrinken für mich, nur dass ich dort geatmet habe. Ich war sofort wieder betrunken. Ich dachte mir, meine Herren, was diese jungen Burschen alle schon vertragen am frühen Morgen. Und es war natürlich ein großes Konzert. Die Leute standen da und es war groß aufgemacht. Die Presse war da, es wurde ein Foto geschossen, wie ich auf der Bühne stehe und anfange. Und dann merkte ich so nach einer gewissen Zeit, dass die Jungs eigentlich gar nichts mehr interessiert. Sie hielten immer ihren Hansa Rostock-Schal hoch. Und ich habe ihnen noch gesagt, kommt doch einmal mit hoch, spielt mit und spielt da, was ihr wollt. Ich meine, es ist ein freiwilliger Abend, der Vormittag. Und irgendwann so nach gut 12 Minuten habe ich das Konzert abgebrochen und gesagt, wisst ihr was, wir müssen uns die Zeit nicht versauen. Ich weiß, was ich kann und wenn ihr das nicht braucht, was ihr geschenkt kriegt, dann ist es euer Problem. Dann geht nach Hause und dann saßen sie etwas beteppert und wir haben das Konzert beendet. Ich habe abends mein Konzert von den normalen Leuten gemacht. Das habe ich auch bis zu Ende gespielt. Und solche Sachen haben immer einen Vorteil. Man kann zumindest daraus mitkriegen, wie die Realität ist. Ich bin sonst in meinen Konzerten meistens Leute, die mich mögen und die was Ähnliches denken. Und wo erfährt man sonst etwas über die Welt, wenn ich in solchen eigenartigen Momenten. Das Schönste aber war, dass ich am nächsten Morgentisch im Hotel saß, am Frühstückstisch und las die Zeitung. Und da war ein großer Artikel über mich drin mit Bild. Was für ein hervorragendes Konzert vor den jungen Neonazis das war. Und es dauerte 1 Stunde und 10 Minuten und es gab 8 Zugaben. Besoffen, vor der Schule noch 2 Lullen, auf die erste Pause hoffen, um zu nuckeln an den Pullen, alles schick, die Hosen hängen, vorschriftsmäßig in den Knien, Pfützen stinken in den Gängen, alte Häuser nach Urin, und steht die Welt so offen, wie eine Flasche Fuselwein. Und du kannst nur hoffen, nicht unser Feind zu sein. Keine Regung, nichts, kein Lachen, Lippen eisern wie im Western. Mit uns wird man gar nichts machen. Und das Mitleid, das war gestern, heute wird zurückgeschossen. Ausgegrenzte der Provinzen, Tränen sind genug geflossen für Prinzessinnen und Prinzen. Und steht die Welt so offen wie eine Flasche Fuselwein. Und du kannst nur hoffen, nicht unser Feind zu sein.
sind vergebens. Keine Sau braucht hier Statistik, faselt nicht vom Sinn des Lebens. Gebt uns Geld und leckt uns richtig, schickt uns in die Kriegsgebiete. Da gibt's Geld und da gibt's Waffen. Zahlt für uns, wir sind die Miete. Ohne uns könnt ihr es nicht schaffen. Euer Hohn schluckt uns wie Kröten. In den Schulen und den Bahnen warten wir, um euch zu töten. Stolz unter den Säuferfahnen. Und steht die Welt so offen wie eine Flasche Fuselwein. Und du kannst nur hoffen, nicht unser Fall zu sein. Und steht die Welt so offen wie eine Flasche Fuselwein. Und du kannst nur hoffen, nicht unser Fall zu sein.